So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Evil Genius 2. Wir sind wieder am Start und haben jetzt auch Yubais Mission soweit abgeschlossen. Jetzt ist nur noch eine vor uns, bevor wir uns endlich wieder weiter den Hauptmissionen widmen. Ich, die Robotikerin. Boss, we have an unusual window of opportunity. What is it? Our scouts report unusual chipsets being fabricated at a remote facility. Estimates suggest advanced robotics. Perfect. Why beat people senseless myself when a robot can do it 38% more efficiently? Send a team to get it. At once, boss. Okay, das heißt, wir sollen jetzt da herausfinden, wie es aussieht mit den Robotikerinnen, wo die auch immer sind. Das werden wir wahrscheinlich gleich in Erfahrung bringen. Hier sind schon wieder viel zu viele John Steels. Da ist John Steel, da ist John Steel. Das ist die Trümmerbola. John Steel, der geht mir tierisch auf den Senkel. Da ist es, da müssen wir hin. Aber da ist gerade der blaue Heilige. Ich hoffe, dass der sich gleich verkrümelt, denn der geht mir richtig auf die Nerven. Und die werden gut aufgehalten. Das macht er sehr schön, auch wenn die jetzt tatsächlich nicht so viel Entschlossenheit verlieren, sondern eher können. Haltet die Leute auf. Oh, eine der Wachen, der hat zu wenig Moral und dadurch verlässt er uns jetzt. Das ist schlecht. Vielleicht sollte ich noch so ein Teil bauen. Ja, ich muss Genie TV weiter ausbauen. Vielleicht gibt es auch später weitere Möglichkeiten, aber ich glaube eher nicht, die Moral der Leute wiederherzustellen. Raumtyp. So, und Gegenstände. Hat er nicht mehr mit drin, warum nicht? Was? Verdammt. Archiv, warte mal, Kaffee. So, das ist jetzt aber ein Kaffee, ja? Ja. Gut, Gegenstände, Genie TV. Muss das umstellen, das nimmt hier in der Mitte viel zu viel Platz weg. Du da bewegen. Dorthin bewegen. Dorthin. Dann Genie TV bauen. So ein bisschen, ich sag mal, versetzt, damit die hier links auch vorbeigehen können. Bestätigen. Ich weiß. Deswegen kümmern wir uns darum, dass weitere solche Dinger hier mit hinzugefügt werden, damit es weniger Probleme gibt. Und die Leute sich häufiger die Moral zurückholen können, wenn sie schon keine Möglichkeit haben, das auf andere Weise zu tun. Denn offensichtlich gehen die hier nicht genug schlafen. Er hier hat nämlich immer noch sehr schlechte Moral. Es kann daran liegen, dass er kaum schlafen geht. Entweder sitzt er ja auf seinem Stuhl oder er steht vorne am Wachposten. Die Klugheit holt er sich mit Essen zurück, das ist schon mal schön. Überfalle die Anlage auf der Weltkarte. Jetzt könnten wir es, wenn John Steel nicht da wäre. Oh, der geht mir tierisch auf die Nerven. Das Gute ist, dass wir hier nicht dafür sorgen müssen, dass hier ein größeres Netzwerk etabliert wird, denn wir haben nur 35 Argwohn-Zunahme. Das ist schon mal gut. Du kannst ruhig Genie TV gucken. Oh, er geht runter. Ich glaube, das macht er jetzt auch. Ja, geht nicht anders. Wir mussten davon mehr bauen. Die Leute haben einfach zu wenig Moral. Und wenn das Schlafen schon nichts bringt und auch die das Essen nicht, was ja klar ist. Ja, ist egal. Hauptsache hier komme ich weiter ran. Und jetzt ist der blaue Heilige wieder da. Ah, es ist zum Heulen. Ich hasse diesen John Steel. Ich hasse ihn. So ist Leben eben und es wird Regen geben. Hier oben schlafen immer noch sehr viele normale Minions. Aber die haben doch hier oben gar nichts mehr zu tun. Und unten ist so viel Platz. Wenn ich hier mal so gucke in die Betten. Obwohl, die sind schon wieder alle belegt. Jetzt sind sie wieder alle belegt. Eben waren sie wieder alle frei. Wir müssen unbedingt dafür sorgen. Hier sitzen jetzt die Leute und holen sich die Moral zurück. Gott sei Dank, endlich. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Moral erhöhen können. Und das können wir erst, wenn wir das Ganze wieder weiter erforscht haben, dass die dann auf 100 Moral sind beispielsweise. Dann halten die auch länger durch. Könnte mal jemand den blauen Heiligen wegsperren? Meine Güte, der geht mir tierisch auf die Nerven. Hat er jetzt in dem anderen dafür gesorgt, dass hier... Nee. Wenn hier jetzt kein Lockdown ist, dann sorge ich dafür, dass dort Argwohn gesenkt ist. Vielleicht geht er dann rüber.
Denn wenn dort ein Lockdown ist, dann wird er sowieso seinen Weg nicht hinwagen. Ja, er ist drüben. Gut, dann kann ich mich jetzt erstmal hier um Argwohn kümmern. Und dann um die Aufgabe. Sehr gut. Wir überfallen die Anlage und ich bin gespannt, was wir dafür kriegen. Vielleicht sollte ich vorher speichern. So, wir haben 184 Leute, $558.000. Das sieht sehr gut aus. Ist im Prinzip schon genauso weit wie mein alter Spielstand. Nur eben mit dem Unterschied, dass ich bei dem alten Spielstand schon wesentlich weiter war, was die Hauptmission angeht. Eieieiei. So, Eli, moin. Na, mein Kleiner, schön, dich zu sehen. Also, das läuft. Jetzt müssen bloß die Leute hin. 10 Leute müssen hin. Aber 10 Leute sind unterwegs. Ja, und meine Tresorräume sind auch voll. Wir könnten die noch erweitern. Aber ich möchte das hier wahrscheinlich auch noch erweitern. Allerdings muss ich es hierhin erweitern und das hier muss ich nachher auch noch erweitern. Verdammt. Muss ich es hierhin ausbauen. Dann geht das auch dahin weiter. Mehr Geld für alle. Yay. What's this? An unauthorized transmission. Source Hi. We haven't been introduced. My name is Naomi Sorayama. Nice to meet you. You rob me. Let's talk. I'm not compensating you. Of course not. You're human. All we do is disappoint each other. But I'm warning you. Leave this alone. No matter. We'll proceed with the operations and track down that transmission. Genau. Wir werden herausfinden, wo diese Übertragung herkam. Doch zuvor bauen wir erstmal weiter. Wir haben ja eh noch genug Geld und können unseren Tresorraum hier erweitern ohne Ende. Das wird richtig viel Asche geben. 200.000 bin ich auf jeden Fall bereit dafür auszugeben. Denn wir haben so viel Geld, wir wissen gar nicht, wohin damit. Und dann haben unsere Schergen auch endlich mal wieder ein bisschen was zu tun. So, alles bestätigen. Viel Spaß. Plötzlicher Stillstand. Überfalle die anderen Anlagen. Es würde 40 Argwohn bringen. Also müssen wir erstmal wieder dafür sorgen, Argwohn zu senken. Dann holen wir uns den Plan mit 4 Wissenschaftlern, 4 Technikern, 5 Arbeitern und 2 Wächtern. Die bauen alles aus. Wir gehen in die erste Etage und gucken mal, ob hier alles in Ordnung ist. Jo, das auf jeden Fall. Und unsere Wissenschaftler passen hier auf, dass unsere Wissenschergen mehr Gesundheit bekommen. Wofür auch immer. Er hat schon fast 100, alles ist gut. Am Fitnessgerät läuft es doch wie am Schnürchen. Jetzt sind ganz viele Diener hier vorne. Und keine Ermittler. Euch hätte ich früher gebrauchen können. Argwohn wird bald wieder gemessen, wir müssen uns beeilen. Die warten alle auf den Hubschrauber. Da ist er! Jetzt könnt ihr hoch. Sind das schon alle? Ich meine, wir brauchen sehr viele, ne? Oh, einer ist runtergefallen. Ja, du musst nur mal nach oben kommen, wenn der Hubschrauber wieder da ist. Da ist er wieder. Alle Mann rein. Was? Da kommen welche zurück? Achso, das sind neue. Ich wollte schon sagen. So, jetzt kann die Mission starten. Das sollen wir 3-mal. Überfalle die anderen Anlagen. Hier haben wir auch eine, aber da ist jetzt gerade Agent X unterwegs. Dann gucken wir mal weiter, wo wir noch Anlagen haben. Da, aber da ist die Trümmerbola. Sowas wie eine Tombola, nur eben mit in Trümmern gelegt. So, das heißt, wir müssen jetzt erstmal warten, bis John Steele und die Trümmerbola weg sind.
könnten wir hier nochmal dafür sorgen, dass kein Lockdown kommt. Und wir dürfen mittlerweile 700.000 schon unterbringen. Oh, nice. Das ist noch lange nicht alles. Sind wir bei 732.000. So viel hatte ich noch nie bei Evil Genius 2 und ich würde mich freuen, meine erste Million dann auch unterbringen zu dürfen, wobei wir bis zu 1 Milliarde unterbringen können. Warte, die Ermittler kommen ja gleich. Wie sieht's hier aus? Ganz gut, bis auf das da. Aber der geht nicht weg, solange die anderen Pläne hier laufen. Das heißt, ich muss erstmal den Plan abbrechen. Und werde dafür sorgen, dass wir hier für einen Anti-Lockdown vorgehen. Oder gegen den Lockdown vorgehen. So, da kann er nämlich mit ran. Und ich hoffe, er ist jetzt mal umgezogen. Nee, natürlich nicht. Er wartet noch, bis der Lockdown da ist und wir auch ja nicht die Mission machen können. Natürlich, warum auch nicht? Wie sieht's mit der Trümmerbowle aus? Die ist zwar umgezogen, aber John Steele ist da. Ich hasse diesen Typen. Ich hasse ihn. Der ist wirklich überall. Die müssen wir loswerden. Aber das dauert. Immer mal einen Blick drauf werfen. Jetzt ist John Steele auch hier. Ja, natürlich. Ich muss unbedingt darauf achten, dass der Agent X nicht unsere Pläne hier vereitelt. Gut, dann hat sich das erledigt. Lockdown, das heißt, wir müssen wieder 5 Minuten warten. Sprich, 2,5 Minuten, weil wir die Zeit beschleunigt haben. Obwohl das auch in 1 Minute durch sein könnte. Ich weiß nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Ob das jetzt doppelt oder sogar dreifach läuft. Denn 1, 2, 3, 4, 5... Das ist, glaube ich, sogar schneller als doppelt. So, wir haben nur noch 42% Kapazität vollgestopft. Das ist aber noch völlig im Rahmen. Das ist alles noch völlig okay. Ihre Entschlossenheit ist schon mal weit runtergesetzt. Und hin und wieder werden sie auch nach draußen begleitet. Genau. Senkt die Entschlossenheit weiter. Vielleicht kommen wir endlich mal mit Superagenten klar. Beziehungsweise mit Top-Ermittlern sind das ja eigentlich. Das sind Stufe 3. Was heißt Stufe 3? Wahrscheinlich schon gute. Ein typischer Weltverbesserer. Kompetenz durchschnittlich. Genau, gehen Sie mal wieder raus. Ich weiß, die werden alle hier gelockdown. Das finde ich auch gar nicht witzig. Der ist auch schon wieder nah dran, aber ja schon unter 50. Das heißt, die Hälfte seiner Entschlossenheit haben wir schon gesenkt. So, dann können wir das hier jetzt erstmal machen. 6 Arbeiter, 4 Wächter und 4 Techniker. Und dann haben wir hier drüben noch das mit der Trümmerbola. Würde auch nur 20 Argwohn dazu bringen. So, und wir gucken mal, ob hier alles okay ist. Er ist nur noch bei 33. Oder sie? Keine Ahnung. Sie. Durch das Getränke wird es noch weniger. Ja, ich glaube, noch 2 Mal rausbegleiten und alles ist gut. Genau, gehen Sie mal raus. Den sind wir schon mal einen los. Der ist noch bei 40. Der bei 29. Gehen Sie raus, bitte. Genau. Die lenken alle meine Diener ab. Geht raus. Ihr habt hier echt nichts zu suchen. Dein Können wurde noch ein bisschen reduziert und du hast auch nicht mehr viel Entschlossenheit. Gegebenenfalls gehst du hier noch ran, dann bist du ruhig. Nein, gehst du nicht. Du lässt dich dadurch nicht ablenken. A scheme has succeeded. Genau, geh mal einen trinken, so ist gut. Okay, wir haben schon 4 geschafft. Die Anlagen werden soweit überfallen und ich bin sehr gespannt, ob wir dann jetzt Probleme bekommen oder nicht.
Das könnte interessant werden. Wir sind noch bei 158 Leuten, nicht mehr ganz so vielen wie vorher. Leute sind noch genug da. Eli. Wo bist du? Ach, da ist er. Ich habe schon gedacht, da gäbe es mehr Infos als Fähigkeit, die Spezialfähigkeit des Charakters. Ho, ho, ho. Warte mal, vielleicht geht das ja, wenn wir runtergehen, auf das Computerterminal und dort Info drücken, ändere, wie Charaktere diesen Gegenstand benutzen können. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber das bringt mir nichts. Ich weiß ja immer noch nicht, was das für eine Auswirkung hat. Also wir haben jetzt schon einige Ermittler sehr gut abgelenkt. Wenn wir den hier jetzt noch komplett ablenken, dann ist, glaube ich, Ruhe. Aber irgendwie fehlen mir noch welche. Oder sind die anderen schon abgehauen? Ich glaube, die sind schon weg. Besiege Kampfroboter im Unterschlupf. Ups. Eine Welle von Kampfrobotern ist eingetroffen. Ich glaube, die sind einfach so irgendwo gespawnt. Hier gibt es ziemliche Probleme. Wo sind die? Hier ist keiner. Da auch nicht. Und da passt du auf, Emma. Oh je. Ach nee, das ist nur fast down. Wir brauchen mehr Techniker, die das reparieren. Aber wo sind die Kampfroboter? Oh Gott, die werden bestimmt mit dem Hubschrauber kommen. Da sind sie! Oh, verdammt. Ich brauche Eli. Pass auf, du kommst schon mal mit hoch. Falls du einspringen musst und Eli kaputt ist. Das Gute ist, dass die Handlanger nicht direkt sterben. Sie werden nur, ich sag mal, ohnmächtig. On my way. Komm schon, einer ist K.O. Upsala. Okay. Die explodieren. Dabei machen sie Eli natürlich noch fertiger, als er eh schon ist. Okay, Eli ist K.O. Ich glaube, du musst dran. Wieder einer K.O. Oh, sie brennt. Ist in Ordnung. Eli muss sich erstmal ganz kurz regenerieren. Das heißt, er baut jetzt wieder Gesundheit auf bis zu 15. Und dann kann ich ihn runterbringen, dass er sich auf den Stuhl setzt und sich dort wieder komplett erholt. Okay, nur noch einer. Oh, did that not work the way you anticipated? What an unexpected turn. You've set me up, haven't you? This was all part of some kind of diabolical plot. Not that I disapprove of diabolical, but you picked the wrong victim. This is why humans are doomed. So slow to see the truth. A digital future is coming. You're not part of it. The only thing that's doomed here is your expected outcome. You've played your hand. Now I play mine. You are under attack. Protect yourself. Verhöre einen Kampfroboter im Unterschlupf. All fires have been extinguished. Zu spät? Jetzt ist die Frage, ob es wieder welche gibt. Also ich weiß, als ich das erste Mal gespielt habe, da sind die einfach so im Unterschlupf gespawnt. Und das fand ich gar nicht witzig. Die waren dann irgendwo und haben alles hier in die Luft gejagt. Mehr oder weniger aus Versehen. Yes. Ja, pass auf, Pippi. Du musst einmal ganz kurz runter. Du wirst bitte auf deinen Sessel gehen. Ja, eigentlich brauche ich dich. Die Frage ist natürlich auch, was jetzt mit den Kampfrobotern ist. Und ihr habt gesehen, so langsam kommen auch die Agenten, die Ermittler bzw. die Bösewichte mit Schnellbooten. Das wird immer mehr der Fall.
So, gehst bitte runter und erholst dich am Tisch. Doch Zeit, dass ich meine Füße hochlege. Genau. Your criminal networks are idle. Consider running some schemes. Die Frage ist nur, ob jetzt nochmal eine Welle kommt und ob ich davon einen noch verhören muss. Also, verhören muss ich auf jeden Fall noch einen, aber ich habe sie ja alle vernichtet. Oder wurde einer aus Versehen gefangen genommen? Nö. Da kommt garantiert noch eine Welle. Eli Barracuda hat sich erholt. Oh, Gott sei Dank. So, Eli, wie geht's dir? Yeah. Wesentlich besser. Ja, du wirst dich erstmal wieder komplett erholen. So lange, bis die nächsten Roboter kommen und dann musst du sie wieder aufhalten. Da sind sie schon. Wieder 5 Stück. Und da kommen weitere Ermittler. Ja, warum nicht? Als hätten wir mit den Robotern nicht schon genug zu tun. I want that intruder found and captured. I'm listening. Ich glaube, es ist sowieso besser, wenn wir die verhören, beziehungsweise einsperren, weil sie dann nicht unbedingt explodieren und alles in die Luft jagen. Insbesondere unsere Leute nicht. What do you need? You hate to see me go? All part of the plan. Your minions are in combat. Das werden unsere Wachen nicht schaffen. Die sterben. I'll capture them myself. Die jagen alles in die Luft. So, bringt sie weg. Okay, ich glaube, wir haben die 3, die wir gefangen nehmen wollten, jetzt gefangen genommen. Das bedeutet, Eli kann die gleich verhören. Du gehst erstmal wieder runter. Es reicht ja, wenn du am Tisch sitzt. Du musst ja nicht auf deinen Stuhl. Boah, ein Hin und Her. Aber wir kriegen das hin. Und Eli selber bewegt sich mal hier hin. Es kann sein, dass die Dinger gleich wieder repariert werden müssen. Wenn hier alles in die Luft gejagt wird. Gefangenen eskortieren und verhören, bitte. Gefangenen eskortieren und verhören. Obwohl, deren Entschlossenheit ist nicht weit genug down. Es kann passieren, dass die gleich wieder aufstehen und ausbrechen. Das wird bei ihm aber nicht passieren, denn Eli passt auf ihn auf. Obwohl, die Entschlossenheit. Oh, then you won't mind if I make it painful. Tear your limbs and upload elevator music into your database. Wait, let's be reasonable about this. What if I told you your traps were being targeted next? I'd thank you for that and go for the compromise. Someone upload the chicken dance on an endless loop. Got it. They're not getting away. Nein, nicht. Was macht ihr denn? Your minions are in combat. We have captured an intruder. Genau, und der muss auch gleich wieder weiter verhört werden. Bevor wir uns dann ihm hier widmen. Ich meine, das sind noch einfache Kampfroboter. Mark 1 auf Stufe 2. Wie sieht's bei ihm aus? An intruder has given us their secret. Es brennt, Leute, es brennt. A criminal network has too much heat and has locked down. Alles brennt. The fires are getting out of control. The fires are almost under control. Okay. Ich hasse diese Roboter, ehrlich. Das ist einer der Gründe, warum man vielleicht nicht alle Gegenstände nebeneinander stellen sollte.
Eli ist noch relativ fit. Der Roboter dürfte eigentlich keine Entschlossenheit mehr haben. Sehr gut, und wir haben es geschafft. Das bedeutet, Eli, du kannst dich jetzt erholen, kannst ganz normal nach unten gehen. Ich möchte ja nicht, dass dir irgendwas passiert jetzt mit dem Feuer. Nein, er ist nicht mehr in Danger. Alles ist gut. Ab nach dorthin. Zerstöre die Roboterfabrik auf der Weltkarte. Da wäre eine. Und das ist auch, glaube ich, die, die wir machen sollen. Ja, der Rest ist okay. Wie lange ist das noch im Lockdown? Oh, und ich brauche kriminelles Netzwerk Stufe 2. Gibt's da nicht?